Leider ist es in der heutigen Zeit so, dass man ganz viele verschiedene Formate kriegt. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Samsung-Smartphone ein Video mache oder mit meinem iPhone ein Video mache, beziehungsweise ein Video mit einer Kamera mache oder auch ganz normal mit einem Screencast, es kommt jedes Mal an eine andere Datei raus. AVI, WMV, MPEG-4, Entschuldigung, MPEG-2, MP4 und so weiter. Das heißt, ganz oft, um irgendwas verwenden zu können, zum Beispiel in dem Movie Maker, den wir verwenden, muss man zuerst diese Dateien, die man dann da hat, oder diese Filme konvertieren. Was nichts anderes heißt, als in ein anderes Format verwandeln. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich öffne jetzt mal eine Datei. Hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen ganzen IT-Ordner, wo alle meine Videos, die ich erstellt habe, mit drin sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Screencast erstellen. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich öffne das Ganze und so wird das hier mit eingefügt. Dann muss ich mir überlegen, welches Format ich das Ganze haben möchte. Ja, da gibt es eben jetzt diese Riesenauswahl. Lange Rede, kurzer Sinn. WMV, das ist das, was der Computer am besten öffnen kann. Das hat was mit Media Player zu tun. Oder was auch ein sehr häufiges Format ist, was super funktioniert, ist AVI. Eher seltener, aber immer noch gut funktionieren MOV-Dateien oder MP4-Dateien. Manchmal auch MPEG-2. Ich wandle alle meine Videos in WMV um oder AVI. Nur diese zwei Möglichkeiten. Und meistens geht es mit denen gut. So, das heißt, ich stelle das jetzt hier mal ein. Ich will das Ganze im WMV-Format haben. Die Endung sollten natürlich dann auch WMV haben. Ich will ein Video und das Audio konvertieren. Klar, von dem ganzen Video. Und wenn ich dann fertig bin, gehe ich auf Job hinzufügen und anschließend auf Kodieren. Und jetzt geht's los. Jetzt wird er mir komplett dieses Video neu kodieren. Da oben zeigt er mal, wie lange er noch braucht und mir dann am Ende dieses fertige Video ausspucken. Und dann kann ich vielleicht mein neues Video besser beim Movie Maker einfügen. Wenn nicht, muss ich es einfach nochmal mit einem anderen Format probieren. Da gibt es leider wirklich kein Pauschalrezept, welches Format am besten passt, weil leider sehr viele Software und sehr viele Hardware gibt, die ganz unterschiedliche Formate verwenden. Gleichzeitig könnt ihr natürlich in diesem Programm nicht nur Videos konvertieren, sondern natürlich auch Musik konvertieren. Die können auch in unterschiedlichen Formaten sein, im WAV-Format, im MP3-Format und so weiter. Und da ist es manchmal geschickt, das einfach nochmal zu konvertieren. Auch hier ist WAV und MP3 am geschicktesten. Und manchmal kann es sogar passieren, dass wir ein MP3-Format haben, es aber trotzdem wieder in MP3 formatieren müssen. Denn nicht immer heißt es, dass wenn man die gleiche Endung hat, dass es auch gleich gut funktioniert. Also solltet ihr mal eine MP3-Datei nicht in den Movie Maker umwandeln können, dann konvertiert es mit diesem X-Media-Codec oder wie das auch nochmal heißt, X-Media. Recode, und konvertiert es nochmal in MP3, dann kann es funktionieren.